Hallo, herzlich willkommen zu unserem zweiten Grid Slam. Bei Grid Slam ist es so, dass wir auch Inhalt haben, aber elektrotechnischen Inhalt. Also es geht im weitesten Sinn um Netze, um TSM, um Blindleistung und alle anderen Dinge. Unterhaltsam und in 10 Minuten. Im Internet kursiert scheinbar die Überzeugung, dass Blindleistung mit Bier gleichzusetzen ist. Und ich dachte mal, Alkohol wäre keine Lösung. Und die Mutter aller Fragen, die dann immer hinterherkommt, ist, haben Sie das schriftlich? Die Situation wird immer verworrener. Na, da kann man sich manchmal aus Versehen auch irgendwie schon mal in der Disziplin vertun. So kann das dann im schlimmsten Fall auch mal aussehen. Teilen ist ja total in Mode im Moment. Wir teilen alles mit der ganzen Welt. Ich habe so eine schöne Photovoltaikanlage auf meinem Dach. Ich habe einen Energiespeicher im Keller. Und die Hälfte der Zeit, da arbeitet der Speicher eigentlich gar nicht. Der schläft. Und in der Zeit, da könnte ich den Speicher doch verleihen. Das wäre doch eigentlich eine super Idee. Jetzt kommen wir zur Dokumentation. Das ist eigentlich sogar das Wichtigste, wo es die größten Defizite gibt. Und da hört man oft das, was auch der Herr Meier hier sagt, was soll ich denn noch alles machen? Ja, das liest doch später eh keiner. Meine Damen, meine Herren, mir wurden freundlicherweise Aufnahmen von der Einspruchsberatung des FNN zu den technischen Anwendungsregeln im Olympiastadion zugespielt. Ja, ich merke noch, wir haben massiv Unterfrequenz, wir sind noch kurz vorm Schwarzfallen. Wir brauchen hier gerade erstmal Primärregelleistung. Mehr Bier bitte da hinten! Man kann dann auch eine Doktorarbeit drüber schreiben, aber das ist eigentlich gar nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass ich mit diesem Messkonzept jetzt tatsächlich meinen Speicher teilen kann. Und ich habe auch schon einen Aufkleber dafür. Ich habe auch mal promoviert und damals war mein Ziel, dass meine Dissertation als PDF so groß ist, dass sie noch auf eine Diskette passt. Ja, wenn ich heute meine jungen Kollegen frage, wenn ich denen das erzähle, dann fragen die mich, was ist eine Diskette? Und ich hoffe, dass Sie in Zukunft auf die Frage Blindleistung antworten können, läuft. Applaudieren Sie bitte jetzt. Und natürlich als Erinnerung, unsere, das ist das Wichtigste, weil das kann man ja sein Leben lang dann in die Vorstandsbüros hängen. Herzlichen Glückwunsch. Danke.